Doch, in den Schacht kommst du rein. Krass, hier kannst du auch Leichen verstecken. Okay, Leute, niemand da. Weder in einem OP-Raum noch sonst wo. Bisher sind wir ganz klar in Führung. 2-0 für uns. Ah! Alter, das war ein Schneeball. Alter, Alter. Hier kam gerade ein Schneeball geflogen. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal. Wir befinden uns hier in einer bisschen bekannten Location. Ich war hier auf jeden Fall schon mal genau vor einem Jahr zusammen mit den beiden Florianen. Heute haben wir hier mal ein bisschen was Mystisches, Besonderes vor. Der Felix hat es vorgeschlagen, wir setzen es jetzt gemeinsam um. Wir sind zu 6, 2 Teams. Wir suchen uns gegenseitig, verteilen uns auf dieser Location. Ja, und mal gucken, ob sich der eine oder andere vielleicht erschreckt, ob wir uns finden, ob jemand abstürzt, stirbt. Alles das wird sich heute im Laufe des Videos zeigen. Ansonsten war es schön mit euch, Leute. Falls ich heute irgendwie was auf den Kopf kriegen sollte, jemand mich töten sollte oder sonstige Geschehnisse passieren sollten. Ich hatte eine schöne Zeit mit euch auf YouTube. In dem Sinne, fangen wir an. Im Übrigen bin ich heute unterwegs mit Flecki und Camillo. Und gemeinsam sind wir die drei Fragezeichen. Also los. Okay, Leute. Gehen wir hier rein? Ja, komm. Es ist natürlich wichtig, möglichst leise zu sein, auf den Boden zu achten. Es gibt einige Sachen zu beachten, die man ein bisschen gleichzeitig bedenken muss. Diese Location ist extrem marode und runtergekommen. Es könnten sich überall Löcher im Boden befinden und auch in der Decke. Deswegen, ja, und gleichzeitig natürlich paranormale Aktivitäten, die sich hier zugetragen haben. Hier sind schon einige Leute durch die Decke gebrochen, die gerade der Florian kennt. Letztes Mal im Video habe ich schon mal erzählt. So, und jetzt erstmal Ruhe und Versteckmöglichkeit finden. Oh ja. Warte mal, wir gehen die Tür weg, gehen jetzt rum, weil ich die Tür gerade. Das ist eine gute Idee. Doch, in den Schacht kommst du rein. Ja, dann los. Flecki zuerst hat die GoPro. Ist da Platz? Ja, das ist sehr. Müssen alle noch. Das wäre echt eine Scheiße. Okay. Aber die Idee grundsätzlich ist geil, weil da würden wir uns niemals finden. Ja, geben wir uns mal auf die nächste Runde. Okay. Wenn wir uns zu schnell finden. Leute, das war nichts. Vielleicht wann anders nochmal. Fuck, wir haben echt kaum noch Zeit. Warte, ich habe eine Idee. Ja. 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 Du musst, glaube ich, vorne auch irgendwie leuchten oder so. Entschuldigung. Ja, 10 Sekunden, ja. Ja, ja. So, wir haben jetzt noch eine Minute übrig. Oh. Dann ist es 40. Ich schwöre, wenn ihr mich erschreckt, ich schmeiß mein Handy weg. Kriegst du den Herzinfarkt? Alter, da ist da ein Slenderman an der Wand. Haben die eigentlich auch einen Spezialisten dabei? Nein. Keiner kennt das Gebäude so gut wie wir. Also. Scherze noch mit Paul Lachen. Paul, das schaffst du nochmal. Wo bist du denn? Okay, Leute, Versteck gefunden. Im Keller, ganz am Ende. Ich weiß, dass sie im Keller suchen werden. Aber vielleicht nicht ganz in der Ecke, weil das geht dann so zweimal ums Eck. Vielleicht haben wir Glück. Mal sehen. Okay, Leute, jetzt heißt es warten. Wir sind taktisches Licht hier. Und jetzt am besten ohne Stimme. Flecki erkundschaftet mal kurz auf. Sie hat die GoPro vom Start. Also ihr seht jetzt aus Fleckis Perspektive und mich aus dieser Kamera. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr diese Aktion geil findet. Ich bin mir noch nicht so ganz so sicher. Egal, mal sehen, was draus wird. Overload. Hallo, ich bin Flecki und ich spiele Verstecken in einem alten, verlassenen Sanatorium.
So, ich bin jetzt gerade auf mich allein gestellt. Geh jetzt mal gucken, ob ich die anderen sehe. Ich höre Stimmen. Das kommt von PJ. Wenn ich jetzt drüber laufe, das macht zu viel Krach. Ich schwöre, die Penner haben da irgendwas raus runtergeschmissen. Wenn du da hochguckst, kannst du rausgucken. Ja. Alter, das war ein Schneeball! Alter! Alter! Hier kam gerade ein Schneeball geflogen! Da! Da in die Ecke! Ja! Da raus! Ja! Alter, ja, komm hoch! Alter, ich wäre gerade fast gestorben! Okay. Gefunden! Das hat aber auch lange gedauert. Ja, wir waren die ganze Zeit an der gleichen Location. Alter! Alter, komm, Schneeball geflogen, Alter! Das war sehr gut. Okay, Leute, wir stehen jetzt draußen am Waldrand, dürfen natürlich nicht sehen, wie die anderen sich verstecken. Jetzt sind wir nämlich die Suchenden und können auch ein bisschen lauter reden und so weiter und Licht anbehalten. Das heißt, jetzt alles ein bisschen entspannter. Wir haben jetzt nochmal festgelegt, 30 Minuten Zeit. Wenn sie nach 30 Minuten von uns nicht gefunden worden, dann haben sie sozusagen gewonnen. Das war bei mir jetzt nicht so. Das war bei mir jetzt nicht so oder bei uns. Egal, wir wurden auf jeden Fall weit nach 30 Minuten nicht gefunden und haben damit auch gewonnen. Jetzt sind die anderen dran. Los geht's. Also entweder sind sie oben oder im Keller. Wir nähern uns jetzt der Heilstätte. Wir sind alle höchst gespannt und aufgeregt, wo sich die drei Jungs versteckt haben. Nächste Frage, wo gehen wir rein? Wollen wir systematisch durchgehen, jeden Raum einmal? Ja, dann gehen wir den Flur entlang. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja. Und dann kämpfen wir uns hoch. Leute, das Ganze hier übrigens war mal eine alte Heilstätte bzw. Psychiatrie. Es hatte zwei Funktionen. Gebaut wurde das Ganze schon Ende des 19. Jahrhunderts. Also damit eine der ältesten Heilstätten des Harzes. Gelegen in einem wunderschönen Hügel mit Blick aufs Tal. So, wir haben eine Idee. Wir haben hier so kleine Kästen oder ein umgekipptes Regal. Und da werden wir uns jetzt entweder hintersetzen oder rein. Ich glaube, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Gemütlich sieht das nicht aus, aber es ist ein gutes Versteck, glaube ich. An der Stelle muss ich nochmal meine kleine Geheimwaffe auspacken. Ich habe ein kleines Überraschungsgeschenk für Paul. Mal gucken, ob er sich erschreckt. Boah. Ins Löchle.
Was machen wir hier eigentlich? Wir sitzen jetzt hier in dem Ding. Naja, Licht aus und warten. Felix, den kann man so ein bisschen damit ärgern, wenn man so ein bisschen bayerisch redet. Wenn wir das alle tun, dann haben wir gute Chancen, dass er lachen muss. Ja, mal sehen. Jetzt gehen wir alle bayerisch durch. Systematisch das ganze Komplexli. Das geht schon noch ein wenig, ja. Ja, das geht eine Weile. Okay, Leute, niemand da. Weder in irgendeinem OP-Raum noch sonst wo. Mal gucken, ob die auf die Idee kommen, uns hier zu erschrecken. Hier haben wir nochmal einen schönen OP-Raum. Ihr habt den letztes Mal im Video schon gesehen. Für die, die damals schon dabei waren, für die, die nicht, verlinke ich auch das Video nochmal in der Videobeschreibung. Hier waren früher die OP-Lampen angebracht und hier in der Mitte stand wahrscheinlich ein Tisch. Heute alles mal im Schnelldurchlauf. Weil jetzt geht es ja auch noch um Zeit. Okay, hier geht's wieder raus, da wäre der Gang zum, nach drüben. Da müssten wir jetzt auch noch mal richtig reinleuchten, oder? Okay. Da müssen wir mal richtig rein. Oh. Leute, guckt euch das mal an, das muss ich euch mal kurz zeigen. Hier hinten gehen die ganzen Rohre und Kabelkanäle entlang unter dem Boden. Das heißt, hier hat man den Boden und wenn man hier dann runter geht, oh, gehen da hinten die ganzen Kabel und Rohre lang. Okay, da rauf. Was tun Sie denn da, Mister? Meine Männer, nehmt mich mit. Da ist der Erste. Da ist der Felix mit der Maske. Da! Wo hast du die Maske her, du Spast? Hab ich gefunden. Aber wo sind die anderen? Die müssen ja daneben sitzen. Da ist der Zweite. Wir haben alle gefunden. War das so offensichtlich? Nee. Naja, jetzt wo es hier so lag, ja. Leute, guckt euch diese Maske an. So, Leute, wir haben sie gefunden. Innerhalb von wie vielen Minuten? Keine Ahnung, also Pause von 7. Sehr schön, ich glaube, wir waren besser an der Stelle. Okay, Leute, neue Runde, neues Glück. Das Ganze jetzt nochmal aus unserer Perspektive. Das heißt, wir jetzt wieder am Verstecken und die anderen am Suchen. Runde 3, mal gucken. Bisher sind wir ganz klar in Führung, 2-0 für uns. Okay, Rotlicht sitzt wieder ein, Leute. Jetzt heißt wieder Nachtleben aktiviert. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in so einem Heizungsraum. Perfekt. Das Motor. Perfekt. Noch optimaler, meine ich. Das ist noch optimaler. Rein da. Geil. Wir entdecken hier voll die Unterwelten. Die stellen wir hier hin gleich. Wir räumen die Dinger jetzt wieder normal hin. Die können sie nicht quasi hin. Okay, Leute, wir sind jetzt in so einer kleinen Katakombe, so einem kleinen Gang unterirdisch. Es ist eigentlich ein ziemlich geiles Versteck, würde ich meinen. Wir sollten sie uns so schnell nicht finden. Wir sind die Meister des Verstecks und die Meister des Findens. Flecki sitzt da drüben. Dem geht es ja sehr, sehr gut. Und hier sitzt der Kamel nur mit mir. Wir sind ja ziemlich eingehängt, gerade du, ne? Aber ist aushaltbar. Wenn du dein Bein machen kannst, dann kann ich meins auch noch lang machen. Perfekt. Oh ja. Oh ja. Schleckmeier. So, jetzt machen wir die Heizung an. Mein Popo ist kalt, ja. Aber ich habe noch eine lange Unterhose drunter. Fühlt sich gut an, der Flecki, der chillt ein bisschen. Der chillt doch nicht. So, und jetzt Ruhe. Alle Lichter aus. Weißt du, was jetzt noch schöner kommt? Was denn? Leute, hier pfeift die ganze Zeit so ein Wind durch. Das ist echt der Wahnsinn. Wir sitzen hier immer noch ziemlich entspannt eigentlich. Ab und zu kommt mal so ein leichtes Terrain aus einer gewissen Richtung. Aber sonst läuft's.
Komm mir doch, du Idiot. Der Rucksack, ey. Das ist geil. Du Idioten. Das war so gut, Mann. Das war echt gut. Der typische Schrei, wir wurden entdeckt. Doch keine Profis, wa? Mann, 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 Mann. Das war echt gut hier. Die Idee war gut. Das war auch Bombe, Mann. Kriegt mich gerade richtig auf. Bist du sauer? Ja. Ja, von vorwärts ist das scheiße. Ich muss nochmal zurück. Hallo, ich bin Flecki vom Kanal Fleckern Raben. Abonniert meinen Kanal. So, und jetzt gibt's hier schön im alten OP. Der Flecki, der hat hier nochmal was vorbereitet. Ein bisschen fühle ich mich wie bei GTA, bei den Pennern, die man da immer sieht. Nur, dass es hier alles ein bisschen kleiner ist. Ein schönes kleines Feuerle. Fleckis neues Bushcraft-Lager. Nur drinnen. Das habe ich doch gesehen. So Leute, in dem Sinne würde ich sagen, war es jetzt erstmal mit diesem Video. Ein ganz, ganz anderes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es extrem gut gefallen. Es war mal irgendwie, ja, einfach was Erfrischendes, Neues. Genauso wie dieser Geruch an diesem Hause jetzt mal ein bisschen erfrischt. Ein bisschen hier noch die Atmosphäre genießen in dem alten OP. Diese Heilstätte bzw. Psychiatrie. Schaut gerne bei allen anderen vorbei. Wir haben hier den Flecki, wir haben den Felix. Wir haben den Lost Place Photograph. Alle Links in der Beschreibung. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bleibt Frauen gesund. Euer PG Adventure. Kennst du deine erste Erinnerung? So um den Dreh laufen lernen. Du hast die Beine in der Hand, obwohl du kaum laufen kannst. Du bist raus in die Welt, du bist drauf und dran. Tausch das Kinderbuch gegen Winterschuhe.